Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir eine leckere Bolognese mit Zucchini-Spaghetti. Dafür schneiden wir zunächst einmal eine Zwiebel in möglichst kleine Stücke. Geben Olivenöl in eine Pfanne und braten diese an, bis sie glasig sind. Dazu geben wir dann das Rinderhack und zerstoßen es gründlich. Wir waschen die Zucchini gründlich ab, wenden das Hackfleisch immer wieder, sodass es nicht anbrennt und schön durchbrät. Und währenddessen schneiden wir mit einem Sparschäler die Zucchini in schöne Streifen. So entstehen die Zucchini-Spaghetti. Dann geben wir zu dem Rinderhack 3 Esslöffel Tomatenmark, rühren das schön unter und geben dann passierte Tomaten dazu. Das ebenfalls gut umrühren, etwas Sahne dazugeben und würzen das Ganze mit etwas Oregano. Dann kochen wir Wasser auf für die Zucchini-Spaghetti und schmecken das Ganze gut ab mit Salz und Pfeffer. Das kochende Wasser geben wir dann über die Zucchini und lassen diese kurz in heißen Salzwasser ziehen. Das Ganze dann einfach anrichten auf einem Teller und die Bolognese-Soße darüber geben. Und fertig ist ein leckeres Mittag- oder Abendessen. Ich wünsche guten Appetit, lasst es euch schmecken und wir sehen uns nächsten Samstag um 18 Uhr wieder. Ich freue mich darauf, bis dahin, ciao! Und natürlich nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, wenn es euch gefallen hat.